Mein Name ist Blas Schaller und ich gucke BSV Late Night. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 13. Sendung von BSV Late Night. Und die Zahl 13 bedeutet hier nicht Unglück oder was Negatives, sondern die Zahl 13 bedeutet positive, viele positive Interviews, viele positive Gespräche, viel Bestärkung für den Bremer SV, für allgemein die Bremenliga, gerade durch die Interviews, die wir geführt haben, die Sie nachher auch hören werden. In meiner Runde begrüße ich heute Herrn Karl Schlag mit dem Thema Bremenliga ausgeglichen wie nie. Und rechts daneben begrüße ich Herrn Fritz Garaldo mit dem Thema Verfolgerduell. Trennt sich die Spreu vom Weizen? Oder sollte ich sagen vom Weizen? Vom Weizen. Herr Schlag. Ja. Die Bremenliga, ausgeglichen wie nie. Ja, wenn man so die Ergebnisse der letzten Wochen anguckt, da waren kaum Spieler bei, die sehr hoch ausgegangen sind. Wir hatten dieses Wochenende, aber kommen wir noch dazu, ein 2-0, ein 6-0 und alles sonst ein Torunterschied oder halt unentschieden. Und letztes Jahr kann ich mich erinnern, da waren ganz oft diese 8-1, 9, also nicht nur bei den BSV-Spielen, sondern auch bei den anderen dabei. Und das ist schon auffällig, finde ich. Schlägt sich auch auf das Verfolgerduell nieder, Herr Carallo, trennt sich die Spreu vom Weizen. Blumenthal gegen Oberneuland jetzt am Wochenende, darauf ziehen Sie ja ab. Ganz genau, das ist natürlich das Spitzenspiel des nächsten Wochenendes. Und mit Spreu vom Weizen ist klar, ne? Da hätten wir eigentlich einen drauf trinken müssen schon, oder ich. das ist einfach klar, ne? Wer da jetzt gewinnt, der ist jetzt der erste Verfolger vom Bremer SV und für den Verlierer wird es wirklich schwer. Nochmal ranzukommen, ist dann weg vom Fenster? Also kein weg vom Fenster, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall einen trinken, aber nein, noch nicht ganz natürlich, ne? Aber also wenn jetzt Oberneuland verliert, ist Oberneuland 6 Punkte hinter. Wenn Blumenthal verliert, 3 Punkte. Ist es dann das Spiel, das 6-Punkte-Spiel? Ja, 6-Punkte. Oh, Oberneuland wäre dann wirklich weg, weil die haben ja schon gegen den BSV gespielt, können halt die 3 Punkte nicht mehr direkt, also nicht jedenfalls einmal nicht aufholen, höchstens im Rückspiel. Blumenthal haben wir noch zweimal und wenn Blumenthal verliert, dann wird es halt zwischen den beiden noch eng, wer so eine Sicherheitsverfolge rausperlt. Genau, wir gehen ja leicht in der Vorschau auf den nächsten Spieltag noch ein bisschen weiter darauf ein. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zum Late Call. Sie können uns anrufen unter der unten eingeblendeten Nummer, die da ist 0421 172 70912. Wir hatten jetzt in der letzten Woche keinen Anrufer. Wir haben aber trotzdem ganz schön viel Feedback bekommen über die sozialen Netzwerke und Medien. Und Herr Carallo und der Schlag waren ja vor kurzem bei Altona 93. Ja, genau, zusammen mit Herrn Pallava. Und da gibt es ja auch noch das entsprechende Video, kann man noch immer abrufen natürlich. Ja. Und wir haben jetzt nochmal gestern Abend, ganz aktuell, von zwei Leuten von Altona nochmal ein großes Dankeschön bekommen, weil wir hatten Bier dort gelassen, Bremer Union Bier, und die haben sich mal bedankt, schmeckt lecker, haben uns angeboten, mal selbst gebrautes, da ist wohl jemand Hobbybrauer, vorbeizubringen, weil sie wollen kommen. Genau. Sie wollen irgendwann waren wir schon mal da, vor BSV Late Night Zeiten, aber sie wollen noch mal irgendwann den Panzerberg. Vor BSV Late Night Zeiten, können Sie sich noch daran erinnern, Herr Schlag? Kaum. Es sind jetzt irgendwie 13 Sendungen, und das hat so viel Energie auch gegeben und aber auch genommen, dass man da die Zeit davor, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. BSV ohne BSV Late Night. Aber das Gute ist, wir können uns die Zeit noch vorstellen vom letzten Wochenende. Mhm. Und so kommen wir zum Rückblick des letzten Spieltages. Und das war der 10. Spieltag. Mhm. Und dort gab es ja das Spiel Bremer SV gegen SG Aumund Fegesack, das 6-0 ausgegangen ist. Und wir haben ein Interview geführt, mehrere Interviews geführt, aber wir haben unter anderem mit dem Trainer. Genau, Herr Pallava hat den Trainer vom Aumund Fegesack interviewt. Ja. Genau, Herr Kulescha, und das hören wir uns jetzt einmal zusammen an. Ja, ein absolut verdienter Sieg vom Bremer SV, auch in der Höhe absolut verdient, und muss man neidlos anerkennen. Wir haben natürlich in der ersten Halbzeit denen das leicht gemacht mit zwei individuellen Fehlern, die dann zu den beiden Toren führen. Damit ist die Sache zur Halbzeit so gut wie durch. Kommen dann aus der Halbzeit raus, haben eine Riesenchance zum 3-1, haben dann noch einen Elfmeter. Der hätte das 3-1 bedeuten können, und kriegen im Gegenzug das 4-0. Und das war so mehr oder weniger der Genickbruch. Ja, Herr Schlag. Ja, Genickbruch. Ja. Also es war schon eine sehr eindeutige Sache. Klar, irgendwie das erste Tor ist nach 2 Minuten, glaube ich, gefallen. Und
Da war es ist natürlich für jeden Gegner schwer, gegen den BSV zu spielen. Aber der BSV hat auch großartig gespielt, das muss man auch sagen. Wir haben halt wirklich, der SAV ist nicht über die Mittellinie gekommen, hatte ich so den Eindruck, glaube ich, ein, zwei Mal. Da gab es halt eine Abseitssituation, aber die war auch eindeutig. Dann hatten die ihre 10 Minuten am Anfang der zweiten Halbzeit so. Da gab es halt die eine Situation, aber ich meine, also gefährlich weiß nicht. Ja. Kann ich nur zustimmen. Also ich hatte sogar das Gefühl, klar kann man jetzt darüber reden, über den verschossenen Elfmeter oder kurz vor der Halbzeit die Chance zum Tor, die einzige Chance, wenn ich mich recht erinnere, von Aumund. Aber selbst wenn da ein Tor gefallen wäre, ich hätte wirklich das Gefühl an dem Tag, BSV gewinnt auf jeden Fall. So stark, wie sie sich da präsentiert haben, ganz toll. Meine Damen und Herren, zu Hause vor den Browserfenstern, den Mobilgeräten und TV-Geräten, wie Sie sicherlich merken, ist ja Armin Pallava nicht vor Ort, aber wir dürfen ihn anrufen und darüber sind wir ganz froh. Und wir wollen auch einmal seine Meinung hören zu diesem Spiel vom Bremer SV gegen den SG Aumund Fegesack. Und zwar machen wir das jetzt mal, Herr Schlag. Zum Elfmeter haben wir ja nachher auch noch was. Genau. Fand ich ganz schön, dass sich Herr Seemann da noch auszeichnen konnte. Er hat nicht so viel zu tun an dem Tag. So, jetzt warten wir mal eben, ob die Verbindung hier funktioniert. Guten Tag, Herr Pallava. Herr Pallava, Sie sind jetzt live direkt bei uns in der Sendung drin, was ja auch Ihre Sendung ist. Wir sind sehr traurig, dass Sie nicht dabei sein können, wollten Sie aber als allererstes direkt fragen. Sie führen nicht mehr in der Tipprunde. Wie ist dieses Gefühl? Momentan nur temporär, das ändert sich alles wieder. Und dann sieht das, kann am nächsten Spiel das schon ganz anders aussehen, weil ne, wir wissen ja, so ein Spiel, jedes Spiel hat ja in der Regel 90 Minuten, bis auf in Melchershausen, da sind es auch schon mal ein paar mehr. Und da kann viel passieren, wenn die einen das Runde ins Eckige schießen, die anderen nicht. Dann macht man auf einmal wieder Punkte, die anderen nicht. Und Herr Pallava, wir hoffen, dass genau neben Ihnen ein Glas Gründer oder sonst was steht, die Sie jetzt komplett, glaube ich, leer trinken dürfen für diese Sprüche. Wir machen es auf jeden Fall nicht, aber wir würden trotzdem noch gerne von Ihnen wissen, die Einschätzung zum Spiel BSV gegen Aumund Fegesack. Ja, ehrlich gesagt war ich überrascht, wie Fegesack in der ersten Halbzeit aufgetreten ist. Die haben ja da nicht wirklich stattgefunden. Gut, der BSV hat auch, was ja immer ganz praktisch ist, sehr früh das 1-0 gemacht und hat aber auch eigentlich sehr dominant gespielt. Wie gesagt, hat vielleicht ein, zwei Konterchancen gehabt, aber wirklich was Spürbares nicht rausgekommen. In deiner zweiten Halbzeit hatten sie zu Beginn ein, zwei Chancen, sogar den Elfmeter, als es dann schon, glaube ich, 3-0 stand. Wenn du dann auch so einen Elfmeter nicht reinmachst, und dann konnten sich eigentlich später glücklich schätzen, dass sie noch mit 11 Mann den Platz verlassen haben, weil, also, meiner Meinung nach war das an Rocky war das, meiner Meinung nach, eine Tätigkeit von Fegesacker Spieler und hätte mit Rot bestraft werden müssen. Ja, Herr Pallava, danke für diese Einschätzung. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und sagen auf Wiedersehen bis zur nächsten Sendung. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, da wollte ich noch mal ganz kurz gleich was zu sagen, weil wir das eben noch gar nicht thematisiert haben. Das wurde dann auch wirklich härter, das Spiel. Also es war zum ersten Mal so ein Spiel, wo es also sowohl von den Emotionen, aber auch wirklich körperlich zur Sache ging. Das war dann Rocker, war wirklich, wir haben jetzt auch noch Rocker verletzt, der in letzter Zeit auch so richtig gut spielt und fast immer toll. Wurde ja ausgewechselt auch danach? Genau, wurde ausgewechselt, aber war wohl dann, ist nicht so schlimm scheinbar, haben wir gehört. Da auch noch mal alle Achtung an also nach so einer Partie, auch wo die Emotionen so hoch gehen, alle Achtung an den Trainer vom SAV, dass er uns zum Interview noch verfügt stand. Nochmal vielen Dank, so würde ich sagen. Aber da hat man auch schon gemerkt, da merkt ein unterlegener Gegner, der wie versucht er gegenzuhalten. Ne? Und da war dann so ein bisschen, war es dann also mir zu heftig. Jetzt würde ich ein Thema gerne noch in die Runde bringen. Mhm. Und zwar endlich mal wieder zu Null. Endlich mal wieder zu Null, wobei gegen Oberneuland war ja auch schon zu Null. Obwohl Oberneuland ja mindestens einen hätte machen müssen. Aber wie gesagt, klar, das wird, glaube ich, auch noch thematisiert von Malte Seemann. Genau, deswegen versuche ich auch gerade diese Überleitung mit Ihnen. Ja, sehr gut gelungen, sehr gut gelungen von Ihnen. Sie haben es leider nicht geschafft, das zu sagen, worauf ich hinaus wollte. Und im Endeffekt schon, ne? Genau. Und zwar hat Herr Seemann natürlich zum 0-0 Stellung genommen und zum
Elfmeter, den er gehalten hat, und das hören wir uns jetzt einmal an. Ja, zu Null ist erstmal ganz wichtig, freue ich mich natürlich, und ein Elfmeter, das ist dann natürlich eine 50-50 Chance, und diesmal hatte ich das Glück auf meiner Seite. Ja. Das lieben wir, kurze, knappe Statements. Genau. Da muss man auch gar nicht mehr groß drumherum reden. 50-50, Herr Schlag? Denken Sie das auch beim Elfmeter? Könnte auch 1-1 sagen oder so. Ich weiß, ja. Der meint wahrscheinlich, man springt halt in irgendeine Ecke. Ich bin mir nicht sicher. Man trifft und man trifft nicht. Genau. Und das ist halt 50-50. Aber das ist ja eine Latte, da kann auch vorbeischießen. Da müssen sich, glaube ich, nochmal Statistikexperten ransetzen, ob das so halt ist. Wenn Sie ein Experte sind zu Hause, rufen Sie uns an, wenn Sie Statistiken darüber haben, und teilen Sie uns die mit. Wir würden da gerne drüber reden. Ja. Ist ein interessantes Thema. Wir wollen jetzt aber auch einmal die anderen Spiele würdigen, und da gucken wir doch einmal auf die Ergebnisse. Und zwar Bremer SV gegen Aue und Fegesack 6-0, das hatten wir jetzt ja ausgiebig behandelt. Brinkumer SV gegen Oberneuland, der Klassiker oben, 0-2. Grolland gegen Geestemünde 1-2. Melchershausen, Habenhausen 1-1. Blumenthal VfL 3-2. OSC Tuschbachhausen 1-1. SV Grohn, Werder 3-4. Und Lea TS gegen die BTS Neustadt 1-1. Herr Caraldo. Mhm. In der letzten Sendung haben wir es eingeführt, dass ich gar nicht bestimme, über welches Spiel wir als nächstes reden, sondern Sie dürfen es sich aussuchen, zu welchem Spiel Sie jetzt gerne als allererstes ein Statement loslassen möchten. Ja, letztes Mal hatte ich ja aus bekannten Gründen das Blumenthal-Spiel genommen. Das mache ich heute mal nicht. Ich würde mal sagen, Brinkum Oberneuland. 0-2. 0-2. Hat mir ja vorher gesagt, Brinkum ist gerade in so einer Phase, wo es nicht so gut läuft und schwere Spiele hat. Und Oberneuland gehört sicherlich dazu, jetzt sowieso nach den letzten Spielen, wie sich Oberneuland präsentiert hat. Und genau so ist es ausgegangen. Also so wie man hörte, wir waren jetzt nicht da leider, ist es so, dass Brinkum wohl sehr gekämpft hat, aber Oberneuland fast schon brutal effizient war, also verdient 2-0 gewonnen hat und mit Blumenthal zusammen ärgster Verfolger des BSV bleibt. Genau, meine Damen und Herren zu Hause auch nochmal kurz für Sie zur Erinnerung. Wir haben hier einen Teleprompter stehen und ich muss hier meine Kollegen in diesem Raum einmal dazu auch ermutigen und ermuntern, nicht nur darauf zu gucken, sondern lieber uns in die Halt und die Kamera. Genau, sonst sieht das doch etwas amateurhaft aus. Gott bewahre. Ja, wir wollen ja Profis sein. Wir sind Profis. Herr Schlag, ja. Welches Spiel? Ich muss ganz gucken, nicht, dass ich falsch sage. Melchershausen gegen Habenhausen 1-1, auch zu meinem Eingangsstatement, wie ausgeglichen ist. Melchershausen gewinnt gegen Oberneuland, gewinnt gegen Brinkum und besorgt jetzt für Habenhausen den zweiten Punkt. So, die haben ja letzte Woche gegen Werder unentschieden gespielt, machen jetzt ihren zweiten Punkt. Das ist dann halt unglaublich so. Klar, ist ein Aufsteiger, Habenhausen nicht, und jetzt spielen sie zu Hause unentschieden. Unglaublich eigentlich. Und dann waren wir, Herr Caraldo, auch noch beim Spiel TSV Grolland gegen ESC Geestemünde. Ja, 1-2 muss ich jetzt auch gar nicht auf den Teleprompter gucken, weiß ich noch, wir waren da. Ja. Tolles Spiel. Wir haben natürlich den Anfang nicht mitbekommen, weil wir vorher beim SV-Spiel waren. Und da war in der 5. Minute gleich ein Elfmeter, der nicht gesessen hat. Das anscheinend aber auch gerade so, es ist ja nicht nur in der Bremenliga so. Bundesliga haben wir auch gerade gehört, total viele verschossene Elfmeter. Ja. Ist der Oktober kein Elfmeter? Scheinbar. Zu wenig Sonne, und das geht dann irgendwie für Kopf und Psyche. Wir wissen ja, das ist ja mal eine psychische nach Elfmeterschuss und so. Ja, vielleicht ist es so. Dunkle Jahreszeit. Hm. Ja. Gut, aber es war ja schöner Sonnenschein eigentlich. Insofern widersprechen wir ja selber, aber weil das Wetter war echt prima, also können wir mal aufrufen, geht zur Bremenliga irgendwie am Wochenende. Scheint eigentlich immer die Sonne. Letzte im Herbst, ja. Genau, wir haben auch Interviews geführt bei dem Spiel Grolland gegen Geestemünde. Genau, wir hatten ja so ein bisschen so eine Ankündigung gemacht letztes Mal. Da gab es einmal vom ESC Geestemünde den Herrn Grundmann, der 6 Tore in einem Spiel geschossen hat. Und beim TSV Grolland gibt es Herrn Toski, der einfach regelmäßig trifft. Und dass wir beide gerne interviewen würden. Und es war halt ein glücklicher Zufall, dass beide dieses Wochenende gegeneinander gespielt haben. Ja, genau. Aber dann kam ja dann hinzu. Wir waren ganz verwundert.
Der ESC Geestemünde hatte, glaube ich, gerade noch ein oder zwei Spieler auf der Ersatzbank. Und wir haben dann auch relativ schnell realisiert, dass gerade Tim Grundmann gar nicht dabei ist, weil er sich wohl bei diesem Spiel, wo er 6 Tore geschossen hat, verletzt. Ja. Genau. Und da haben wir dann nach dem Spiel den Kapitän, Herrn Schawach, interviewt. Der auch verletzt ist. Der auf Krücken ging und der uns dann einiges dazu erzählen konnte. Genau. Und das hören wir uns jetzt einmal mit ihm zusammen an. Na, wir sind normalerweise 22 Leute, haben 4 Langzeitverletzte. Heute kommen wir hier wieder nur mit 13 Mann an. Einer verletzt sich noch in der ersten Halbzeit, da bleibt wieder nur einer auf der Bank. Ja, aber im Endeffekt haben wir trotzdem immer eine erste gute Elf und auch den einen oder anderen guten, der von der Bank kommen kann. Genau, ja. Das hat man ja gemerkt beim Spiel. Also ja, die haben eine super starke Leistung. Also von den Chancen her und so, war es ja so ein leistungsgerechtes Unentschieden, hätte man eigentlich sagen können. Ne? Aber in der letzten Konsequenz haben sie da gute Konter durchgeführt. Die beiden, das erste Tor der Heber war wunderschön, fand ich, vom Bremerhaven. Das allererste Tor haben wir nicht gesehen, weil es ja früh gefallen ist für Grolland. Und dann war es halt so ein bisschen, man hat gemerkt, dass wir sonst den BSV sehen. Das war halt, war so ein bisschen verbissener und es ging auch mehr zur Sache irgendwie. Also nicht unfair, also jedenfalls nicht besonders unfair. Aber so weniger, sag ich mal, taktisch wie Netzen und mehr so Barackenfußball. Ja, wobei es war schon toll mit anzugucken. Ja, also, ich sag mal, spitz auf Knopf die ganze Partie. Ja. So und Spitz auf Knopf waren Sie ja auch unterwegs zum Abschluss und haben versucht, diverse Stimmen reinzuholen. Eine haben wir ja schon gehört. Wir haben ja auch ein Interview geführt, beziehungsweise Herr Carallo hat ein Interview geführt mit Herrn Toski, dem Torschützenkönig der Bremenliga von der letzten Saison, der kurz vor Schluss... Ja, der hätte das 2-2 machen müssen, also es war nur sogenannte 100-prozentige, oder? Und das 1-0 hat er auch nicht gemacht diesmal, also es ist leer ausgegangen und am Schluss schien es auch so, als wäre das Tor echt wie vernagelt für ihn. Ja. Genau, und wir hören uns jetzt einfach mal das Interview mit Herrn Toski an, wo es einfach darum geht, was er noch für Ziele hat, aber auch wieder Torschützenkönig werden. Weil ich selbst immer bis 30, sage ich mir, setze ich mir selbst immer Ziele. Da ist alles noch, solange gesundheitlich alles drin ist, will ich natürlich immer von Saison zu Saison besser spielen. Aber sag mal, 30 ist schon gut, aber geht immer, also ist Luft nach oben auf jeden Fall. Da geht mehr. Ja, meine Damen und Herren, sehr schönes Interview. Nur mal in kurzer Erinnerung, 36 Tore hat er gemacht. Er will von Saison zu Saison besser werden. Wir wollen nicht von Saison zu Saison besser werden, sondern von Sendung zu Sendung. Ich denke, wir schaffen das auch. Ja. Aber 36 Tore, da ist er auf einem guten Weg. Ja. Mit 11 Toren. Ja, mit 11 Toren jetzt nach 10 Spielen, wenn man es so hochrechnet. Aber ich finde es so cool, das so auch deutlich zu sagen. Sozusagen, ich habe zwar 36 Tore letzte Saison geschossen, aber ich will noch mehr dieses Jahr schießen. Finde ich super. Ich fand auch, ich habe ihn ja interviewt, mit welcher Selbstsicherheit er sich da hingestellt hat. Da nicht getroffen und sagt dann, ich will auf jeden Fall mehr schießen, aber 30 ist sowieso immer drin, so nach dem Motto. Und das ist schon toll. Und wenn so eine Mannschaft wie Grolland einfach so einen Torjäger dabei hat, dann das ist schon klasse. Ja, er hat halt die schießen ja nicht jedes Mal 6-7 Tore, wo du denkst, okay, wenn er immer 2 macht, dann ziehen sie das durch, sondern die gewinnen dann ja auch eher 2-1 oder so. Genau. Und dann halt da irgendwie 6-3 Tore rauszuziehen, super. Wobei man ja auch sagen muss, was wir noch vergessen haben beim ESC Geestemünde ist nicht nur Herr Grundmann, der auch jetzt gerade 11 Tore hat, die führen ja beide, sondern gibt es ja noch einen Eduard Kimmel, der auch verletzt ist, der glaube ich letzte Saison in einem Spiel auch 4 oder 5 Tore geschossen hat und auch immer nah dran war an Herrn Toski. Und das sind schon tolle Spieler. Ja. Wir immer auch sagen, wir wollen so ein bisschen über den BSV-Tellerrand hinausschauen und andere Mannschaften. Und das muss man einfach mal anerkennen. Das sind schon tolle Spieler, tolle Mannschaften. Ja, dann möchte ich noch ganz kurz ein Statement natürlich zum Blumenthal-Spiel gegen VfL 3-2, was kurz vor Schluss gefallen ist, Herr Schlag. Ja, die VfL, wir loben sie ja fast von Woche zu Woche jetzt und jetzt wohl auch wieder gegen Blumenthal gut mitgespielt. Die sind zu Recht da oben, der VfL, ich gucke mal ganz kurz, noch Fünfter immer. Also eigentlich auch fast sicher in der Halle, könnte man jetzt schon fast sagen. Die haben die schweren Spiele jetzt ja auch hinter sich. Eins kommt, glaube ich, noch. Ja, wobei man ja sagen muss, das nächste Spiel ist das schwerste Spiel. Das nächste Spiel ist immer das schwerste Spiel. Ja, darauf trinken wir gerne. Darauf trinken wir beide auch, und möchten bei dem Einschenken gleich einmal direkt die Tabelle einblenden, damit wir uns einmal den Stand angucken.
Der erste ist der Bremer SV mit 30 Punkten, danach Blumenthal SV 27, Oberneuland 24, Schwachhausen 20, VfL 19, Platz 6 ist Geestemünde 16, Platz 7 Lehe 16, Platz 8 jetzt runtergerutscht, der Brinkum SV mit 15 Punkten. Das ist ja jetzt die Hälfte, die in der Halle dabei sind. Wir sehen auch gleich noch die andere Hälfte, das ist ja auch noch spannend, aber ja, schlagen wir mal einmal rauf gucken. Ja. Wer ist denn schon qualifiziert? Qualifiziert ist auf alle Fälle der Bremer SV. Es sind ja noch 3 Spieler, also 9 Punkte vergeben. Blumenthal ist durch, Oberneuland müsste... auch durch, weil die spielen ja noch untereinander. Danach ist noch offen. Also auch Schwachhausen, wenn es ganz, ganz dämlich läuft für die, das sind halt nur 5 Punkte, könnten noch hinten rausfallen. Und von unten, aber sehen wir gleich wieder. Genau, wir blenden jetzt einmal die zweite Hälfte ein und da sehen Sie auf Platz 9 die SG oben. Und wie gesagt, mit 15, dann Melchershausen 13, Grolland 12, Neustadt auf Platz 12 mit 11 Punkten, dann Werder 3 mit 10 Punkten, OSC 4, Habenhausen 2 und Grohn auf dem letzten Platz noch mit 0 Punkten. Ja, die Halle ist auf jeden Fall in der unteren Hälfte. Also ich würde immer noch sagen, BTS hat immer noch die Chance. Werder 3 würde ich jetzt nicht so... Ja, eine reine theoretische Chance, aber glaube ich auch nicht. Ja, aber für den BTSV wird es tatsächlich auch schon schwierig, glaube ich. Aber so Grolland, das sind dann halt wieder nur 3 Punkte, das ist durchaus drin. Ja, Caraldo, die letzten 3 OSC haben Hausen und Grohn. Bleiben das die letzten 3? Ich denke schon. Also so wie es momentan aussieht, werden sie sich wahrscheinlich dann die letzten beiden Steine ja ab, wenn die sich da wohl drum streiten, weil Werder 3 jetzt gerade gewonnen hat, zwar auch nur knapp gegen eben Grohn. Wobei Habenhausen jetzt schon wieder einen Punkt geholt hat, aber immer noch sieglos ist. Ne? Also es sieht schon recht schwierig aus. OSC ist noch ein bisschen besser, auch ein paar Spiele unglücklich verloren, aber wobei das ist ja eher dann ihr Thema. Ne? Ja, ja, OSC, ja, da kommt nicht so richtig ein Tritt. Das ist halt, also sie können da unten reinrutschen in Habenhausen und Kron hat immer jetzt Moral bewiesen. Die haben halt 4-1 zurückgelegt, noch 2 Tore gemacht am Ende. Ja, wobei das sagen die auch jedes Wochenende. Wir haben schlecht gespielt. Und so. Das kann die Moral auch mal doch brechen. Ja. Genau, so wir haben ja noch was vor. Wir haben ja auch noch einen offenen Trick oder mal auf die Moral. Meine Herren, wir, denke ich, haben zur Tabelle oder Herr Caraldo, wollen Sie noch unbedingt ein Statement loswerden, dass Sie führen in der Tipprunde sind zum Beispiel? Ja, wir führen ja selber eine Tabelle. Ja, und da bin ich jetzt Führender. So, das kann man ruhig mal erwähnen, denke ich. Die Tipprunde haben wir ja viel zu wenig drin. Ja. Aber. Da läuft es ja auch mal so, ne? Das will ich einfach nur genießen. Kann ja übernächste Woche schon wieder anders sein. Ja, ja. Wir kommen jetzt zur Vorschau auf den neuen Spieltag und da blenden wir doch einfach einmal die Spiele ein. Am Samstag um 13 Uhr, am 29.10. Samstag 13 Uhr, Werder 3 gegen Grolland. Am Samstag um 13 Uhr ebenfalls VfL gegen Melchershausen. Um 14.30 Uhr Aumund Fegesack gegen Brinkumer SV. Am Sonntag um 11 Uhr Geestemünde gegen OSC. Am Sonntag um 13.30 Uhr Neustadt gegen Grohn. Um 14.30 Uhr Oberneuland gegen Blumenthal und Habenhausen gegen Lehe. Und um 15.15 Uhr Tuschwachhausen gegen Bremer SV. Herr Schlag, ganz kurz, 15.15 Uhr. Ja. Schöne Zeit. Vielleicht ist da noch irgendwie 14.45 Uhr Nachricht. Keine Ahnung. 15.15 Uhr ist halt... Wir wollen eine Viertelstunde vor der Bundesliga anfangen. Keine Ahnung. Also es ist echt strange Zeit, aber warum nicht? Genau. Das Spiel Tuschwachhausen gegen den Bremer SV. Dort haben wir ein Interview geführt. Also genau, jetzt, der Pallava hat eben mit Herrn Kurkiewicz geredet. Um das Thema Schwachhausen schon mal abzuarbeiten, weil es eben letzte Saison eine Niederlage gab. Genau, und dazu gibt es dann auch eine Antwort und wie sie sich darauf vorbereitet haben und das hören wir uns jetzt mit Ihnen zu Hause an. Wir haben das Spiel, glaube ich, damals in Schwachhausen nicht so hundertprozentig angenommen und ich denke, dass wir da die 3 Punkte holen, auf jeden Fall. Ja, also er ist schon zuversichtlich, Entschuldigung. Ja. Was mir nur noch einfällt ist, also was der Bremer SV hat ja sehr stark gespielt gegen Aumund. Was aber auch auffällig war wohl, oder was auch gesagt wurde, einige Spieler waren sehr krank, also Grippe und so weiter und sind ausgefallen. Und ich erinnere mich, dass das aber auch Thema war
beim letzten Spiel gegen Schwachhausen. Stimmt schon, was er sagt, das Spiel wurde nicht angenommen, wir haben ja 1-0 dann verloren. Aber ich hoffe natürlich, dass dem BSV das nicht schon wieder passiert. Also welche Spieler zurückkommen. Wir haben zwar einen großen Kader, hat man jetzt auch wieder gemerkt, aber nicht, dass es sich wiederholt. Ja. Ja, wenn sie jetzt so krank sind, sind sie ja vielleicht bis nächste Woche fit. Letztes Jahr wurden ja sogar noch Spieler reaktiviert wieder, die eigentlich schon gar nicht mehr mittrainiert haben. Es war ein fürchterliches Wetter. Ich weiß nicht, wir standen im Dauerregen, glaube ich. Es war saukalt. Ich weiß noch eine schöne Anekdote. Ja. Wir sind auf jeden Fall alle umsonst hereinbekommen, weil wir Karten geschenkt bekommen. Ah ja, stimmt. Kurz vor dem Spiel. Ja. Außer ja Carallo. Ja, weil ich war zu früh da. Also natürlich hätten wir das auch bezahlt, aber das ist so als kleine Anekdote. Das ist einfach so, der frühe Vogel wird bestraft. Das ist einfach so. Ja, ja, das ist mein verändertes Sprichwort. Auf jeden Fall ein Trinken. Dann würde ich mal sagen. Ja. Aber eigentlich ist die Sportanlage auch sehr hübsch. Und vielleicht gibt es diesmal, wenn es nicht so in Strömen riecht, ich weiß, letztes Jahr gab es irgendwie auch, klar, vorne gab es Bierchen im Sportheim. Ne? Ja, wir haben eine große Anlage, eine große schöne Anlage, aber es war auch nur den Nebenplatz. Dann sag ich schon mal, Prost. Der frühe Prost. Vogel kann ich mal. Genau. Ja, man sagt ja auch dazu, die zweite Maus kriegt den Käse. Ja, der war so toll. Ich habe jetzt total lange überlegt. Einspruch. Ich glaube, das hat man gemerkt. Ja, weil sie ihn selber erfunden haben. Genau. Wir blenden noch einmal kurz die Spiele noch einmal ein, damit Sie noch einmal sehen, was jetzt am Wochenende passiert und was zu welchem schönen Spiel man hingehen kann. Unter anderem, Herr Schlag, das sieht man halt auf jeden Fall, ist schon wieder ein Klassiker, man muss es sagen, Oberneuland gegen Blumenthaler SV am Sonntag um 14:30 Uhr. Wir können nicht hin, nee, weil wir beim Bremer SV sind, aber da muss man eigentlich hin. Eigentlich ja, wenn man nicht gerade zum Bremer SV geht. Oder halt, da wollte ich aber gleich noch hinaus, in Bremerhaven wohnen, da gibt es nämlich auch einen Klassiker. Der da wäre? Ja, Geestemünde gegen den OSC. Also das Derby, bei Geestemünde läuft es viel besser. Also ich glaube auch, dass sie gewinnen und auch deutlich gewinnen. Wir haben die jetzt auch gesehen, also sie sind einfach auch sauwillenstark mit ihren paar Handelns und so. Also wenn man in Bremerhaven wohnt, sollte man da vorbeigehen. Es gibt noch ein interessantes Spiel, alles interessante Spiele wie immer. Aber Aumund gegen Brinkum. Da geht es eigentlich auch wie immer um die Halle, wenn man sich die Punkte anguckt. Ja. Ganz die Halle, da sind wir ja total froh, dass wir wissen, 30.12. ist der Stichtag. Ja. Also ist die Halle, 14:45 Uhr, das allererste Spiel. Stichtag ist der 14. Genau, 14 Uhr glaube ich sogar schon ausgelost. Genau, das wird dann auch gleich ausgelost. Genau. Noch ein schönes Spiel, Melchershausen gegen VfL. Kurz dann die beiden kleinen Überraschungsmannschaften für andere. Für uns war ja irgendwie VfL sowieso oben dabei. Melchershausen schlägt sich gut. Kann durch einen Sieg gegen den VfL auch wieder richtig in die Halle rutschen. Genau, spielen beim VfL am Samstag. Genau, 13 Uhr. Beides Mannschaften, die Wert legen auf den Fußball, auf schönen Einzelspiel, auf Spielzüge und so. Also, es kann gut werden. Also, ich bin ja auch selber noch gespannt auf Werder 3 gegen TSV Grolland. Gerade jetzt Werder 4:3 nur gegen Gron gewonnen. Grolland jetzt bestimmt gierig wieder auf Tore. Ja. Ja, gerade weil er Toski nicht getroffen hat letztes Wochenende. Aber da würde ich auch, wie wir es eben schon gesagt haben, nicht nur Toski hervorheben. Also sie sagen auch selber, sie haben jetzt ein paar Mal unglücklich verloren und wollen wieder angreifen. Mal gucken, wie es läuft. Und BTS Neustadt gegen Gron, für Gron jetzt der Punkt drin? Nee. Das ist schwierig. Nee. Auch Neustadt zu Hause, die spielen ja. Erstaunlich, eigentlich gibt es ja gar nicht so viele Unterschiede auswärts zu Hause in der Bremen Liga, weil es ist ja auch alles irgendwie nah beieinander. Und die Plätze sind irgendwie alle ähnlich. Aber BTS aber spielt nichts, zu Hause. Nichts ist so schön wie am Panzenberg. Ja, genau. Ja. Aber ich wollte, führen Sie weiter fort, bitte. Genau. Also die Neustädter habe ich den Eindruck, vielleicht auch nur, wir waren ja ein paar Mal auch so da. Also die spielen zu Hause irgendwie schon stärker. Das ist da, die gewinnen halt gern 2-0 zu Hause. Und da wird nichts zu holen sein für die Krone. Mhm. Ja, Herr Carallo. Aber die Frage ist jetzt beim Spiel, um nochmal auf Ihr Statement zurückzukommen, Oberneuland gegen Blumenthal. Ja genau, das ist, hatten wir ja schon, das ist sicherlich das Spitzenspiel. Die zwei Spitzenspiele, also BSV gegen Schwachhausen definitiv auch. Aber da wird sich zeigen, wer jetzt der nächste Verfolger ist. Spannend. Auf jeden Fall. Herr Schlag, Sie als Bremerhaven-Experte, es kommen viele Vereine in die Halle aus Bremerhaven. So ja, wahrscheinlich zwei. Ne? Ja,
Das wäre schön, irgendwie, dass die sich da auch mal präsentieren können vor den 5000 Leuten. Vielleicht mehr. Vielleicht sogar dann vielleicht auch mal ein paar hundert aus Bremerhaven. Ja, Stimmung machen. Ja. Genau, ja, wir sind am Ende der Sendung, meine Herren hier in der Runde, meine Damen und Herren zu Hause vor den Browserfenstern, Mobilgeräten und TV-Geräten. Schalten Sie wieder nächste Woche ein, wenn es heißt BSV Late Night, und so sage ich auf den BSV, auf die Bremenliga. Prost! Anpfiff, zweite Minütiger 1-0 Asiri. Abseitstor nach 11 Minuten. Mehr mental spielt nur der BSV. Da stand Nils wie eine 1 in der Luft, Kopfball aber Torwart mit einer Glanzparade. Verrückte Fegesacker verlieren vermutlich vor vielen Vertretern von variablen Veranstaltungen. Erneut Riesenchance BSV. Den hab ich schon drin gewegen, gesehen. Auch Aumunder Austauschstudenten achten auf allgemeine Angebote auf abendlichen Auswärtsfahrten. Scheiß, Schüttelreime schippern schamlos im schattigen Chat. 2-0 Kalaschnikow. Endlich! Das findet nicht mehr statt. 3-0 Nils Labs. Halbe Zeit. Spiel läuft weiter wie in der ersten Halbzeit. BSV spielt und SAV hat ab und zu einen Konter. Elva SAV kann man geben. Gehalten von Super Malte. Das hätte rot für SAV sein müssen. 4-0 nach dem Freistoß, aber das ist nebensächlich. Rocky ist wohl verletzt. Rocky ist raus und es gibt das Nudel-Kotjewitz. Doppelvoxel BSV. 5-0 Nils Lab, 6-0 Arnold. Abpfiff.